Ja, moin liebe Leute! Freunde! Und Kupferstecher! Wir sind die Kopfkracher! Gescher und Fred Danko! Und das ist unser Podcast! Und der ist sehr gut! Folge 1, wir stellen uns vor. Und was ist eigentlich mit Rambo? Genau! Ja! Ja! Also, wow, Danko. Was für eine Begrüßung. Ich bin ganz baff. Ja, es kam ganz spontan, frei von, wow, von unserem Herz heraus. Ja, das ist so gut. Das verstehen gut. Wir uns nämlich. Also, das ist gut. Falls ihr uns noch nicht kennt, Franco, wir sind. Achso. Wir sind in erster Linie Musiker. Kann man so sagen, oder? Ich hätte gesagt, in erster Linie Brüder, aber... Ja, ich war am Schwanken. Ich wusste nicht, ob ich jetzt Musiker oder Brüder sagen sollte. Gut. Wir sind in erster Linie Musiker und Brüder. Genau, richtig. Aber in zweiter Linie auch Brüder oder Musiker. Ah, haben wir auch noch andere Attribute oder ist es das gewesen? Bei dir fällt mir noch ein Hellseher. Hellseher, naja. Also ich kann ja mal sagen, dass du der große Bruder bist und nicht der kleine Bruder. Das stimmt. Und das ist, ja? Das zieht sich jetzt durch alle Folgen durch unseren Podcast, denn es wird von oben immer wie so eine Regenwolke Weisheit regnen. Das bist dann du, das ist dein Part. Und von unten wachsen doofe Fragen nach. Ja, wobei die Frage ist, wo oben und unten ist. Dieses Prinzip der Gravitation werden wir hier einige Male auf den Kopf stellen. Werden wir das? Ja, ich denke schon. Ich finde das ist ja das, was man unter Kopfkragen versteht, oder? Das stimmt. Das ist der Sargnagel auf dem grünen Kopf. Knopf. Also so, auf das Gescher. Thema Hellseher bin ich übrigens gekommen, weil ich noch im Ohr habe, wie du, Fredanko ist auch zur Schule gegangen irgendwann. Ja. Und er hat dort manchmal nicht aufgepasst. Also ist das schon eine Vorstellung jetzt von mir? Ja. Es ist eine neutrale Vorstellung auch. Bitte fang mal an. Also ich war in der Schule, das finde ich immer gut. Genau, also er war in der Schule. Er war in der Schule grundsätzlich. Er hat dort Lesen und Schreiben gelernt. Und er hat dort manchmal nicht aufgepasst. Zum Teil ist er so ein bisschen abgedriftet in seinen Gedanken. Und das Witzige war dann sagt der Lehrer oder die Lehrerin, ich weiß es nicht mehr, im Matheunterricht, was kommt denn da raus? Fragen wir doch mal den... Herrn dort hinten, der ganz offensichtlich mit komplett anderen Sachen gerade zu tun hat. Und du hast dir gedacht, 16. Und es stimmt. 16.000, es waren 16.000. 16.000, alles klar. 16.000 sogar. Du hast einfach irgendeine random Zahl genannt und die war einfach mal richtig. Und das finde ich immer noch so unfassbar gut, dass du da einfach so, ja, 16.000. Und die Lehrkraft war dann ja auch so irritiert davon, dass du die richtige Lösung kanntest, obwohl du offensichtlich nicht zugehört hattest, dass sie dann einfach, was hat sie gesagt? Sie hätte einfach weitergemacht. Sie hat richtig gesagt und hätte weitergemacht. Ich hab dann unterbrochen, von mir aus. Aha. Also es war 12. Klasse im Wirtschaftsunterricht. Betriebsrechnungswesen war das und da kam die Frage, irgendeine Frage, irgendein Kunde gibt was zurück, also es waren schon, war wie klar, dass es höhere Zahlen sind als jetzt nur 16, aber eben, dass es genau 16.000 sind und ich habe nicht zugehört und ich wollte nicht einfach sagen, ich habe gerade nicht zugehört, sondern sag lieber eine falsche Antwort, dann denkt sie, du bist beim Thema. Ja. So, das war meine... Du bist zumindest in der richtigen Größenordnung so. Irgendwas mit Tausender wäre jetzt gut. So, ja. Und dann sagt sie auf einmal richtig und in dem Moment habe ich gedacht, sie verarscht hier mich. So, und da wollte ich schon fragen, wer verarscht hier eigentlich wen, Fräulein? So. Hast du gemacht? Nein, ich habe dann gesagt, kurz Pause, bevor wir weiter sagen, ich habe das gerade geraten. Ich habe mich wirklich geoutet da. Es war so perplex, es war auch ein Stück weit ein Panikmoment. Ja, okay, alles klar. Deshalb musstest du einfach danach dann sagen... Ja, war nur geraten. Ich habe auch keine Ahnung, wie ich zu dem... Soll ich jetzt eine Herleitung machen? Ich habe keine Ahnung, wie das geht. Ja, genau. Ich bin ein ehrlicher Charakter. Ich gebe es zu. Ja. Ja, danke. Schön, dass du das rausgeholt hast. Ich hätte nicht gedacht, dass du dir das gemerkt hast. Ja, doch. Das sehr schön. Fand ich sehr, sehr faszinierend. Ja. Und auch ein bisschen charakteristisch für dich. Absolut. Also, dass ich wirklich ganz oft denke... okay, also ein anderes Beispiel jetzt, ich meine, wir müssen auch noch auf mich zu sprechen kommen, aber ein anderes Beispiel wäre zum Beispiel gewesen, dass wir beide sehr, sehr gerne ein Erfrischungsgetränk trinken, das Old Jamaica Ginger Beer heißt. Das trinken wir beide sehr gerne.
Und Verdanko war damals nicht in der coolen A-Klasse, sondern der war in der, ich weiß nicht, in welcher Klasse warst du. Auf jeden Fall hat er Französisch gehabt und nicht Latein. Das stimmt. Ich muss in B bis D gewesen sein. Okay. Und du hast dir die Zutatenliste von Old Jamaica Ginger Beer durchgelesen. Und die allerletzte Zutat dieses magischen Getränks ist E999. Und dazu sagst du einfach so, Nomen est Omen. Alle Menschen fanden das unfassbar witzig. Wir waren zu dritt. Alle Menschen das unfassbar witzig. Außer? Du danach dann später, als die andere Person, die dritte Person dann irgendwie weg war oder so oder nicht zugehört hat oder wie auch immer, da hast du mich dann gefragt, was heißt denn das eigentlich? Nomen est Omen. Wieso war denn das jetzt so witzig? Also das passiert einfach. Das ist richtig. Das läuft. Ja, das ist. Ich weiß auch noch. Das war bei euch beim Küchentisch in Berlin war das. Ich weiß es noch. Sehr gut. Ja, wieso habe ich die Zutatenliste vorgelesen? Bitte. Da war der sagenhafte Ben dabei. Guck mal, das habe ich mir nicht gemerkt. Ich weiß nur, wie ihr beide gelacht habt. Also ich habe dieses Lachen noch im Ohr und dachte, wow, das scheint ein guter Witz gewesen zu sein. Aber was heißt denn das? Genau. Ja. Das ist übrigens ein Muster, das zieht sich auch durch mein Leben. Ich habe öfter mal Witze, bei denen ich denke, die sind jetzt witzig und dann sind sie auch witzig. Und dann gibt es auch gleichberechtigt viele Witze, bei denen ich denke, das ist jetzt ja genauso mega lustig und keiner lacht. Und dann gibt es wiederum einige Witze, die ich nicht witzig finde und plötzlich lachen die anderen. Also so einfach ein Spruch, da weiß man, der ist jetzt blöd, aber der muss jetzt gesagt werden und plötzlich lachen die anderen. Mhm. So. Ja, richtig, genau. Also, und dann denkst du dir so, okay, jetzt verstehe ich auch, warum die Leute über Mario Barth lachen oder so, ne? Also ja, zum Beispiel. In diesem Moment. Das ist ein ganz anderer Humor einfach. Genau, richtig. Das ist der Humor der kleinen Leute. Oder andersrum. Oder genau andersrum. Naja, das heißt man nie so genau. Perspektiven. Ganz, ganz schwierig. So. Das müsste also auch so 2008 gewesen sein. Ungefähr, wo ich das gesagt habe, auch schon lange, lange her. Mhm. Und ich dachte eigentlich mal, darf ich mal eingrätschen, oder? Ja, bitte. Ich, weißt du, ich habe mir gedacht, wenn ich dich vorstelle, ich fange mal wirklich ganz weit unten an. Mhm. Jetzt ist es so, du bist ja 5 Jahre älter, das heißt, wenn ich 1 bin, bist du 6 und immer so weiter. Ja. Das heißt, wenn meine ersten Erinnerungen so sind, als seit ich 5 bin, da warst du ja schon 10. Das heißt, bis dahin bist du eine Blackbox, ja? Du bist die ersten 10 Jahre für mich eine Blackbox gewesen. Oder andersrum immer noch. Natürlich nicht. Andersrum bist du präzise Analyse, sage ich mal. Ja. Und das Erste, was mir einfällt, was mir bei dir einfällt, ist, dass du sehr früh einen Computer hattest. Mhm. Richtig. Ja, ein C64, glaube ich. Nee, der erste war ein MTX 500 von Memotech. Sieh an. Weißt du, dass der bei mir noch steht? Ich weiß. Das ist ja die Wertanlage. Das ist ja unsere Rente praktisch. Du hast immer gesagt, Computer damit kommen wir durch. Ist ein bisschen wie ein C64 aufgebaut. Also ist alles in einem Gehäuse. Ist aber auch die gleiche Baujahr, oder? Also ungefähr. Roundabout. Könnte ein Jahr älter sein, ich weiß es nicht. Mhm. Ist aber aus gebürstetem schwarzen Metall. Mhm. Dadurch unkaputtbar. Ja. Aber auf der anderen Seite halt leider überhaupt keine Kompatibilitäten. Aber so selten, dass das Oldenburger Computermuseum, heißt das so? Richtig, OCM, ja. Das OCM, das Oldenburger Computermuseum, keine Ahnung von diesem Gerät hatte. Also es wusste bloß, wir haben es nicht. Aber die wussten nicht, wie wertvoll es ist. Sie wussten Das jetzt auch schon wieder 5 Jahre her ist, aber, aber damals... Die hätten hier jetzt recherchiert und rausgefunden, oh, von so einem Schatz reden die. Da kommen wir doch nochmal auf die zurück, auf die beiden. Genau, wir machen Aushänge in der Stadt. Genau, richtig. Wer hat uns den MTX 500 gezeigt? Ja, genau. Also MTX 500 genau war mein erster, aber danach dann relativ bald auch, glaube ich, irgendwie so ein halbes Jahr bis Jahr später, dann der C64, genau. Und dabei blieb es aber nicht, da kamen ja noch immer mehr Computer dazu. Also ich erinnere mich, dass dein Zimmer zeitweise so ein Stück weit aussah wie ein Computermuseum. Ja, ist richtig. Ich hatte mein kleines eigenes Computermuseum. Ich habe insbesondere die 8-Bit-Computer gesammelt. Also zum Beispiel auch den Sinclair ZX Spectrum. Der hatte keinen Monitor, richtig? Das war der ohne Monitor. Doch. Den hast du auch an den Fernseher angeschlossen, genauso wie den C64 oder den MTX 500 auch. Das war der mit den Gummitasten, die irgendwie 8-fach belegt waren. Der war auch recht klein, ne? Ja, sehr klein. Und ganz genau, hatte der gelbe Tasten irgendwo? Ich glaube, vielleicht habe ich es auch falsch abgespeichert. Na egal.
Okay, ein Sinclair. Ja, kein Geisterjäger, genau. Sondern Computer. Nein. Mhm. Ganz genau. Genau. Ich hatte davon, ich glaube, zu meiner Hochzeit 14 bis 15 Computer, glaube ich. Das ist schon krass. Also Respekt, auch dein Zimmer war auch groß, ich erinnere mich. Ja, der Schreibtisch war auch groß. Beherdenken. Ja, einen sehr großen Schreibtisch, damit das ja alles stapelbar ist. Es war ja alles da. Mhm. Bloß keine Konsolen, richtig? Nee, genau. Konsolen gab es genau. Nie. Und auch PC, also irgendwann 286er, aber eigentlich kein wirklichen Personal Computer mit Microsoft drauf. Auch Apple nicht. Das Einzige, was wir dann hatten, was mit einer Festplatte ausgestattet war, war ja ein Atari ST. Ja, stimmt. Da Mega STI. Und den hast du noch lange gehabt, bis du irgendwie 20 warst, hast du noch auf dem gearbeitet, soweit ich mich erinnere. Ich konnte mir überhaupt nicht vorstellen, dass es irgendwas anderes gibt, was geiler ist als der. Also 40 Megabyte reichen auch als Festplatte, nicht als Arbeitsspeicher, als Festplatte. Der ist übrigens, den habe ich auch noch neulich irgendwo gesehen. Also, ja, ich bin mir nicht sicher, wie funktionabel der noch ist. Das ist nämlich der war irgendwann durch, aber ja. Ich habe hier noch eine Diskette im Schrank, da sind 3 Spiele drauf. Mhm. Ballerburg. Ja, sehr gut, sehr gut. Hit 120. Mhm. Auch ein sehr gutes Spiel damals. Ja. Und Doppelkopf. Also, also 3 Spiele auf einer Diskette. Also, ja. Respekt. Sehr, sehr, ich sag einfach mal Respekt. Programmiert. Aber ich glaube, 1 Megabyte oder 2 Megabyte Hauptspeicher kommst du halt auch nicht so weit. Ne? Also, da kannst du ja nicht so viel als auf die Diskette drauf packen. Weil der Computer selbst das ja überhaupt nicht verarbeiten kann. Ja, stimmt schon. Aber das war eine meiner wichtigsten Disketten, deswegen habe ich sie auch noch. Sie ist auch blau. Ja, man gibt ja nicht seine Schätze außer Hand. Ja, richtig. Das ist ein Satz, den wir sehr selten noch hören werden, glaube ich, so in deswegen habe ich es auch noch. Das war einer meiner wichtigsten Disketten. Ja, das... Ja, 3,5 Zoll schon, beim Atari zumindest. Absolut. Mhm. Ich dachte mir, falls irgendwann mal jemand vorbeikäme und einen Atari mitbrächte, nur mal den Fall gestellt, möchte ich mit der passenden Software aufwarten können. Das finde ich sehr, sehr legitim. Du kannst ja auch mit dieser Software jetzt ins Oldenburger Computermuseum gehen. Und das spielen, das stimmt. Genau, einfach mal so einen Nachmittag, nur Hit 120. Das ist auch das Spiel von diesen dreien, glaube ich, was wirklich niemand kennt, weil das irgendwie, das war damals Public Domain. Also sollte das hier irgendjemand von den ZuhörerInnen kennen, ich wäre sehr, sehr verblüfft. Oh ja. Aber es hat Spaß gemacht, bis man dann verstanden hatte, wie es ging und dann hat es keinen Spaß mehr gemacht. Ja. Du hattest einen 286er und du hast darauf deine ersten Spiele, ich erinnere mich, also es war DOS und die ersten Spiele, die du hattest, das war Dune 2, also an die ich mich erinnere, ja? Dune 2 und Civilization 1. Mhm. Das ist richtig. Alles mit einem Schwarz-Weiß-Monitor. Genau, also Civ 1 kam relativ früh, das stimmt. Dune 2 glaube ich eher später. Was aber vorher noch kam, war Commander Keen. Ach ja. Und Teil 4. Teil 4. Teil 4. Und mein Gott, wie hieß denn das? Das war so ein Autorennspiel. Nicht D-Track? Doch, D-Track wahrscheinlich, ne? Stimmt, D-Track gab's auch, Death-Track. Aber du meinst Stunts. Stunts, ja genau, Stunts, ganz genau. Stunts und Death-Track, ja, die beiden haben wir ja wirklich richtig, richtig oft gespielt. Und zu Death-Track suche ich auch immer noch einen würdigen Nachfolger. Später habe ich dann irgendwann Blur gespielt, aber ja, gut, egal. Ich bin hier kein Gamer. Du hattest diese beiden Spiele? Mhm. Und du, also man muss sich das vorstellen, es waren 286er, das heißt ein Dreckscomputer, könnte man sagen. Ein Schwarz-Weiß-Monitor. Nicht mal eine Maus. Man muss auch das sagen. So, ich habe bei dir Dune 2, ein Strategiespiel, ohne Maus gespielt, nur mit der Tastatur. Und ich war gut. Man muss das mal. Also bis ins Endlevel, Endgegner, alles geschafft. Mhm. Mit allen 3 Häusern. Und jetzt war es aber so, dass der einzige Computer, den wir hatten, also der einzige PC, den wir hatten, der stand in deinem Zimmer. Und nun hattest du eine Angewohnheit, ich glaube dann, also wenn du so 15 gewesen warst, ich war 10 oder 2 Jahre plus noch, dann warst du in einem Alter, bei dem du es nicht mehr immer ganz so cool fandest, wenn dein jüngerer Bruder in deinem Zimmer hockt. Ja. Das kann man so sagen. Mhm. Genau. Und dann bist du auf eine ziemlich raffinierte,
von deiner Ansicht nach, meiner Ansicht nach, eine perfide Idee gekommen und hast gesagt, Fredanko, pass auf, du kannst ruhig weiter an den Computer gehen, aber du musst ab jetzt was bezahlen. Mhm. Ja. Und da habe ich gesagt, ja, ja, mein Sparstrumpf ist leer. Und hast gesagt, ja, kein Geld, sondern Schokolade. Genau. Du weißt es noch, das freut mich. Ich weiß es noch, auf jeden Fall. Und soweit ich mich erinnere, hast du gesagt, pro Stunde muss ich eine Tafel Schokolade bezahlen. Genau, und es war vollkommen egal, welche. Das ist nämlich der springende Punkt. Ich habe mich gefreut, diebisch gefreut, als ich dich gefragt habe, welche. Du hast gesagt, egal. Und ich dachte, dann kaufe ich die billigste Ramschokolade vom Discounter. Und du bist wahrscheinlich weggegangen, hast gesagt, dieser Idiot, der zahlt mir pro Stunde eine Tafel Schokolade. Ja, und dann hatte ich unfassbar viel Schokolade. Das waren diese 30 Pfennig Schokoladen von Aldi. Und ich weiß noch, dass ich mehrfach losgegangen bin und dann bei Aldi an der Kasse stand und nur 13 oder 14 Tafeln auf das Band gelegt habe. Damit komme ich übers Wochenende. Ich kam mir immer ein bisschen komisch vor, aber die Verkäuferin kannte mich dann irgendwann, dann war es okay. Ich glaube allerdings, ja, dass das auch schon vor dem 286er der Fall war. Ich glaube, das war auch schon beim 64 der Fall so. Echt? Da habe ich dich schon bezahlt? Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube schon. Vor allem habe ich dir da schon gesagt, ey, Fredanko, du kannst nicht morgens um 6 am Sonntag hier in mein Zimmer kommen und einfach irgendwie diese Joysticks, ne? Diese Joysticks haben ja auch bei jeder und Bewegung. Und die Tastatur. Klick, 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 klick. Man konnte nicht mehr weiterschlafen. Das ging halt einfach nicht. Ja, das stimmt. Auch daran erinnere ich mich. Da warst du manchmal richtig streng zu mir morgens streng. Um 6. Ja, streng und kapitalistisch. Das sind meine beiden Attribute eigentlich. Es ist bis heute so geblieben und danke dafür. Ja, sehr gerne. Und ich stelle mir dann vor, wie du dann abends, wenn du deine Jungs eingeladen hast, wenn ihr da alle sitzt und du so, Leute, wer möchte Schokolade? Wieso? Ach, ich habe da so ein paar. Nee, nicht wieder diese billige Schokolade. Wir könnten Schokofondue machen. Ich glaube, das gab es damals noch nicht. Das wäre es gewesen. Guck mal, oh, wie das alles, naja. So, dann kann ich noch sagen, hier, das ist mir eingefallen, wir haben alle Lego gespielt und du hast Lego Piraten gespielt. Willst du dazu was sagen? Ja, ich hatte von der ersten Generation von den Lego Piraten, glaube ich, ziemlich alles, oder? Also, war das die erste große Generation? Irgendwann, Lego wurde ja weiterentwickelt und so. Also es gab ja dann auch Fluch der Karibik als Lego-Set. Das war ja alles eine Marke, also unter einer Marke Fluch der Karibik, Piraten und ich weiß noch bei uns, also bei denen, die du hattest, da waren ja einfach standardisierte Piraten, wie man sich das vorstellt, ohne jetzt Störtebäcker oder sonst wen. Genau, also das mit den Labels, das kam ja dann später erst, also so Mitte der 2000er. Genau, das meinte ich mit Marken. Aber so in den 90ern, da gab es halt Pirat als neues Thema. Ja, das war wirklich das erste Thema und da hast du gesagt, das will ich haben. Genau, richtig. Also da gab es wirklich auch nur dieses mit den roten Segeln das Schiff und das mit den blauen Segeln das Schiff. Also blau-weiß und rot-weiß. Wir wollen sachlich bleiben. Und dann irgendwie so eine Insel, so eine Schatzinsel gab es noch. Ja. Und ich weiß nicht, was es da noch gab, so kleinere Sets irgendwie. Und das war es dann aber auch. Also mehr ging bei diesem Spieluniversum, wenn du das innerhalb der Sets spielen wolltest, nicht. Das war ganz anders als bei Lego Weltraum oder sowas, wo du irgendwie x Sets hattest, die du alle irgendwie und Fraktionen und so kombinieren konntest und was weiß ich. Dadurch, dass diese Schiffe auch mit relativ großen Rumpfteilen versehen waren, die man nicht beliebig kombinieren konnte, war es jetzt auch nicht möglich, dass du jetzt irgendwie sagtest, okay, ich kaufe mir jetzt zweimal das blau-weiße Schiff und baue dann eins, das doppelt so breit ist. Das geht halt nicht. Du kannst es länger bauen, aber du kannst es nicht breiter bauen. Das war einfach, da war Lego schon limitiert. Damals so ein bisschen eingeschränkt von der Kompatibilität innerhalb des, oder von der Kreativität innerhalb des eigenen Sets. Und das, was ich wirklich enttäuschend fand damals, war, dass es von Lego Stadt ein Feuerwehr- und ein Polizeiboot gab. Relativ klein. Ja. Und da war der gesamte Rumpf aus einem einzigen Teil gearbeitet. Das heißt also, da war die Kreativität eigentlich noch eingeschränkter. Aber der Vorteil war, du konntest es im Teich schwimmen lassen. Ach, das ist natürlich ziemlich gut. Und wir hatten einen Teich. Genau, wir hatten einen kleinen Teich und da konnte man das dann einfach schwimmen lassen. Und diese Lego-Piraten-Geschichten, die konntest du nicht im Teich schwimmen lassen. Das heißt also, du hattest die eingeschränkte Kreativität und hattest keinen Vorteil daraus. Und das fand ich ein bisschen arm. Ich verstehe.
Ja, das verstehe ich. Du hast gerade gesagt, die Schiffe waren blau-weiß, aber die Schiffe waren, der Rumpf war braun Segel, und die Segel waren genau, so farbig, genau. Die Piraten waren rot-weiß, ich erinnere mich noch gut. Und die Kanonen, die dabei waren, die waren sogar funktionabel, so heißt das, glaube ich. Und man konnte damit richtig schießen, also da waren so kleine Patrönchen. Da fällt mir noch was ein. Ja. Was noch richtig schießen konnte. Also ich hatte so Pfeil und Bogen. Okay, ja. Also die Geschichte geht wie folgt. Du kannst gerne einspringen, sobald du meinst, dass ich hier von der Wahrheit abweiche. Lass uns auch noch mal kurz rekapitulieren, wie alt wir ungefähr waren. Auch wieder so ich 10, du 15? Möglich. Kann sogar sein, dass ich irgendwie erst 13 oder 14 war, dann warst du noch mal 2 Jahre jünger. Ich glaube, das ist eher ein bisschen jünger als älter. Ich bin mir auch nicht sicher, ob ich da, bin ich da noch in die Grundschule oder so? Ich weiß es nicht. Nee, das kann eigentlich nicht sein, ne? Ich weiß es nicht. Das wäre bitter, wenn du in der Grundschule gewesen wärst. Weiß also nicht, ich fange mal die Geschichte an. Wäre ich so 10 gewesen und du wärst vielleicht 6 gewesen oder so oder 5. Also keine Ahnung. Ich glaube, der Altersunterschied, der verändert sich ja nicht. Aber ich glaube, das könnte alles sich noch ein bisschen eher abgespielt haben. Auf jeden Fall hatte ich einen Bogen. Ich wollte gerade sagen, wir wohnten direkt am Wald. Damit fängt es an. Ach so, genau. Damit fängt es an. Okay. Ja, wir wohnten bitte. Direkt am Wald. Es gab einen, so, jetzt wird die Geschichte gut. Einen Bachlauf. Direkt am Waldesrand, also nicht direkt am Waldesrand, das stimmt nicht, im Wald. Im Wald. Aber man muss ein paar Schritte gehen. Genau, man muss ein paar Schritte gehen. Und ich hatte einen Pfeil und ich hatte einen Bogen aus Holz. Ich weiß nicht, ich glaube, die Sehne war aus Nylon oder sowas. Die Pfeile waren auf jeden Fall auch aus Holz, hatten aber schon eine Metallspitze. Eine Metallspitze. Erzähl weiter. Was geschah dann? Es gab nur eine begrenzte Anzahl von Pfeilen. Dadurch, dass sie aus Holz waren, waren sie in der Natur, ich war selten in der Natur, ich war größtenteils vom Computer, aber in der Natur, fast unsichtbar. Das stimmt. Und sie hatten zwar hinten so bunte Federn, aber es war schwer, sie wiederzufinden. Genau, richtig. Und wir hatten irgendwie, ich weiß gar nicht, wo wir damit normalerweise rumgespielt haben. Ich glaube irgendwie in Feldern oder sowas. Mhm. Und wenn du in so einem Weizenfeld gewesen bist und der Pfeil steckte da irgendwo drin, so auch senkrecht, dann hattest du kaum eine Chance, den wiederzufinden. Dann war das wirklich eine richtige Tortur. Und damals bin ich dann mit Fredanko in dieses Waldstück direkt am Hausrand gegangen, um dort mit dem Pfeil und Bogen zu schießen. Du hast mich unter fadenscheinigen Gründen mitgenommen, glaube ich. Echt? Hatte ich irgendwas ausgedacht? Nein, gedacht, aber das macht die Geschichte du besser. Du darfst auch mal, habe ich sowas gesagt. Wahrscheinlich. Darf ich auch mal schießen, großer Bruder? Ja, komm erst natürlich, mal mit in den Wald. Komm mit. Wo und, uns keiner sieht. Genau, und... Genau, und ich habe dann irgendwie, ich glaube, wir haben das einmal, habe ich rübergeschossen, also über den Bachlauf. Also es war, aus meiner Erinnerung raus, warst du bestimmt 50 Meter entfernt. Aber wie gesagt, ist meine Erinnerung. Aber du warst schon auf der anderen Seite vom Bach. Genau, also wir waren, auf jeden Fall habe ich gedacht, okay, die Pfeile dürfen auf gar keinen Fall verloren gehen. Das wäre blöd. Und Fredanko möchte ja auch gleich irgendwie nochmal mit dem Pfeil und Bogen, ne? Also ich habe auf jeden Fall auch an meinen Bruder gedacht, so als wäre es mein Bruder, und habe dann gesagt, Fredanko, damit die Pfeile nicht verloren gehen, geh du doch schon mal dahin, wo ich ungefähr hinschießen werde. Ja, ich erinnere mich auch daran. Und das habe ich auch nicht getan. Was in deinem ich bin ja der Kopf kleine vorgegangen Bruder. Ist. Vermutlich gar nichts. Und du hast einfach gar nur gedacht, eine weitere Anweisung von Gescher. Ich werde sie einfach mal ausführen. Mal gucken, was passiert. Mein größerer Bruder sagt etwas. Ich bin wichtig. Ich werde es tun. Ja, und ich schoss den ersten Pfeil ab und dachte dann... Den ersten wohlgemerkt. Den allerersten, ganz genau. Und mein Bruder war auf der anderen Seite dieses Bachlaufs und ich schoss. Und sobald ich den Pfeil losgelassen hatte und er so flog, habe ich gedacht, die Idee ist vielleicht nicht so brillant, wie ich im ersten Moment gedacht habe. Mal gucken, wo ich ihn treffe. Und aber ich treffe ihn. Genau. Die Flugbahn sieht jetzt schon so aus, als ob es so bei Ballerburg, ne? So, könnte was werden. Könnte den König treffen. Genau. Witzigerweise, jetzt wieder zu mir rüber, habe ich ja gesehen, dass der Pfeil auf mich zugeflogen kam. Ja. Aber ich weiß jetzt nicht, warum ich mich nicht bewegt habe, aber ich habe mich nicht bewegt. Ja, sehr gut. Ja, ich habe mich auch gewundert, dass du dich nicht bewegt hast. Vermutlich hat dir die Anweisung gefehlt. Fredanko, 2 Schritte nach links. Und ja. Der Pfeil landete dann in deiner Wade, ne?
Ja, ein bisschen höher. Also schon im Oberschenkel, würde ich sagen, an der Seite. Oh, okay. Ich dachte im Unterschenkel. Ja. Nee, ich habe jetzt noch eine kleine Narbe davon. Ach so, okay, alles klar, als Erinnerung, damals. Als Erinnerung, damals. Ich weiß ziemlich genau, wo er war. Und er kam und ich hatte mein Bein so vorgesteckt und dann flog er und zack, in die Wade rein. Und er blieb da auch kurz stecken. Ja. Also die hatten ja eine Metallspitze, aber die war nicht spitz vorne, also die war abgerundet. Er blieb aber kurz stecken, so 21, 22 und fiel dann runter. Dann begann es zu bluten. Ja, und dann habe ich gemerkt, ich renne mal zu ihm rüber, mal gucken, wie so die Lage ist. Ich hatte noch keinen Ersthelferkurs. Und ja. Noch warst du 12 oder 13? War ein bisschen auch froh darüber, dass der Pfeil nicht steckte. Das wäre, glaube ich, noch ein bisschen gruseliger gewesen. Aber ich habe dann eben schon gemerkt, okay, es blutet. Das ist nicht gut. Das habe ich auf jeden Fall gewusst. Das ist schon mal gut. Genau. Wahrscheinlich aus dem Computerspiel gelernt, aber ja, schon mal gewusst. Wahrscheinlich aus dem Computerspiel, genau. Und habe dann gedacht, irgendwie muss ich jetzt diese Blutung stoppen. Ich habe nichts dabei. Aber das Haus ist ja auch nur 500 Meter weit weg. Also habe ich gesagt, Frelanko, du bleibst hier, ich komme gleich wieder. Und ich bin nach Hause gerannt. Schnitt zu mir. Ich stehe mit einem blutigen Bein im Wald und man hat ja als Kind so ein bisschen Angst alleine im Wald. Und dann läuft der Einzige, den man kennt, weg. Und ich weiß noch, dachte, was mache ich denn jetzt, wenn ein Bär kommt? Ich wusste doch, dass ich diesen Gedanken hatte. Ja. Ja, Schnitt gut. Zu mir. Ich renne ins Badezimmer, wo ich vermutet hatte, dass wir sowas wie Ersthilfeausrüstung oder sowas haben. Durchsuche alle Schubläden und Schränke. Bin verblüfft, wie viele Bürsten wir haben. Finde kein Verbandszeug, nichts dergleichen. Das Einzige, was ich finde, sind kleine Kinderpflaster. Da habe ich mir gedacht, naja gut, wenn ich jetzt 5 davon mitnehme, vielleicht wird das ja auch irgendwie so funktionieren. Hab dann diese Pflaster genommen und bin dann irgendwie wieder zu ihm zurückgelaufen. Und das weiß ich nicht mehr. Und dann hast du mir der Kinderpflaster drüber geklebt? Ich habe dir 2 Kinderpflaster, glaube ich, drüber geklebt. Das ist so mit süß. Motiven, also so ein Krokodil oder was weiß ich, was da drauf war. Und hab dir dann so gesagt, und, ist doch schon viel besser, oder? Und dann danke. Ja, ich glaube schon. Und dann sind wir wieder nach Hause gegangen. Also wir hatten dann auf jeden Fall genug von Pfeil und Bogen erstmal und haben das dann nicht weiter verfolgt. Ich erinnere mich aber noch an das Abendessen. Ja. Ich bin dann, ich hatte, also wer, man muss es so sagen, wer im Wald steht, in einem deutschen Wald steht und Angst hat, dass ein Bär kommt, ja, so wie der glaubt auch, dass wenn man eine Wunde hat, dass man dann wohl besser Vitamine essen sollte, weil das gut für den Körper ist. Ja, wobei man sagen muss, ich glaube, du hattest auch vorher so, ich weiß es nicht, sowas wie Notruf gesehen oder sowas. Also irgendeine Sendung, bei der ständig irgendwelche hanebüchenen Rettungsfälle mit sehr, sehr drastischen Ausgängen geschildert worden sind. Ein Pfeil steckt in meinem Bein. Genau, richtig. Und dann kroch der Krankheitserreger durch den ganzen Körper und 5 Tage später fiel der Kopf ab. Irgendwie sowas. Zombie. Genau. Ja, ich weiß da noch, dass ich dann zu unserer Mutter gelaufen bin. Man muss dazu sagen, unsere Mutter hat auf jeden Fall Wert darauf gelegt, dass wir ganz, ganz gesund uns ernähren. Dass wir ganz, ganz gesund ernähren. Dass wir haben immer Salate bekommen und statt Chips gab es bei uns Brokkoli und Meerrettich. Oft. Genau. Wenn unser Vater nicht zu Hause war, dann war das so. Richtig, genau. Und wenn wir nicht wussten, wie die Geheimkombination zu dem Arbeitszimmer unseres Vaters war. Okay, auf jeden Fall saßen wir dann irgendwie am Abendbrottisch und du hast dann die Frage gestellt. Ich weiß es nicht mehr. Achso, du weißt es nicht mehr. Du hast meine Mutter gefragt oder unsere Mutter gefragt, hilft Salat eigentlich gegen Blutvergiftung? Ehrlich, das habe ich gefragt? Das hast du gefragt. Und ich dachte, ach du Scheiße, der wird doch jetzt nicht die Geschichte erzählen. Und unsere Mutter hat dann irgendwie gemeint, ja, und du nimmst eine riesen Portion Salat. Und das unsere Mutter hat nicht nachgefragt. Sie das hat nicht, weiß ich auch noch. Wie könntest du denn jetzt darauf kommen, dass du eine Blutvergiftung hast? Also unsere Mutter hat oft nicht nachgefragt, wo ich bin sehr dankbar bin, dass sie es nicht gemacht hat. Wie auch in diesem Falle. Und ich habe diese ganze Schüssel Salat aufgegessen. Ich weiß es noch. Ja, und jetzt keine Blutvergiftung. Also hast du auf jeden Fall recht gehabt.
Es hilft schon mal. Gut, ja. So, ja, wow. Genau. Sehr gut. Das vielleicht zu unseren Charakteren. Wir haben ganz viel Musik gemacht gemeinsam als Kopfkracher. Das stimmt. Und auch schon früh. 2001? Kann das sein? Wir haben in den 90ern schon Musik gemacht. Wann war denn Anita? Das war Anita der erste war 2001. Aber ach so, also das erste Mal, dass wir das professionell aufgenommen haben. Mahatma hatten wir da auch aufgenommen. Das haben ja. wir nie wieder aufgenommen. Ja, es war aber 2001. Das war alles 2001, ja, ja. Aber wir haben davor schon, ich erinnere mich darauf vor, dass wir Larifari, Palabra, Flausen im Kopf, dass wir den Song in unserem Elternhaus auf der Treppe gespielt haben. Das weiß ich nicht mehr, erzähl mal mehr. Da haben wir beide auf der Treppe gesessen, ich weiß nicht, woher wir die Gitarre hatten, und haben die ganze Zeit Larifari, Palabra, Flausen im Kopf gesungen, ohne irgendwelche Strophen, ohne irgendwelche Varianten. Und das hast du mitgemacht? Also, dass ich das mache, ja. Ja, das haben wir beide gemacht. Und zwar, Respekt, ich weiß es nicht, eine halbe Stunde, Stunde oder so, keine Ahnung. Hm. Auf jeden Fall haben wir so lange gespielt, bis wir alleine im Haus waren. Also, das. Ich glaube, da unsere Mutter kam irgendwann und hat dann, sie könnte ja mal ein bisschen leiser sein. Dann haben wir irgendwie ganz bisschen leiser gemacht, aber wir haben dann auch, wir kamen dann auch wieder rein in den Groove. Es kann auch wesentlich länger als eine halbe Stunde gewesen sein, ich weiß es ja nicht. Aber auf jeden Fall haben wir nur diese eine Zeile immer und immer wieder gesungen. Das ist ja auch die wichtigste Zeile in dem Song, glaube ich. Ja. Also ich erinnere mich, dass wir bei diesem Lied, wie es entstanden ist, wir saßen beide oben in deinem Zimmer, aber da warst du schon ausgezogen. Und dann saßen wir am Fenster und ich habe die Gitarre genommen und gesagt, Gesha, soll ich dir mal ein Lied zeigen? Mhm. Und dann hast du gesagt, ja. Und dann habe ich einfach die Akkorde gespielt und dazu gesungen. Larifari, Palava, Flausen im Kopf. Und dann war ich fertig. Und ich dachte, jetzt kommt sowas wie, ja, toll, Fredanko, super Song, mach mal weiter. Also mit was anderem. Aber du hast gesagt, jo, geil, daraus kann man was machen. Also du warst total und euphorisch und ich war ähnlich überrascht wie 16.000. Ja, richtig. So. Und dann ist daraus was geworden. Also hättest du, das war auf Messerschneide, aber hättest du nicht gesagt, ja, das hat Potenzial, wäre diese Nummer 1, sage ich mal. Dieser Nummer 1 Hit, ja, richtig, genau. Dieser Nummer 1 Hit, der Herzen, wäre verloren gewesen. Ach, nicht ja. schlecht, nicht Glück schlecht. Gut, ich habe hier noch zwei Stichpunkte stehen, aber vielleicht sollten wir die überspringen und in der nächsten Folge abarbeiten. Ich will sie nur schon mal kurz anreißen, wenn ich darf. Ja, bitte. Einmal habe ich hier Telefonstreiche stehen. Ja, das ist auch ein wichtiges Kapitel in unserer Vergangenheit. Klammer auf, Mnet-Umfrageinstitut. Ja, wobei wir es ganz oft Mnet-Umfrageinstitut genannt haben. Oh, Mist. Und es war ja auch nur eins von vielen. Nicht verklagt zu werden vom Original. Ach. Und dann hätte ich hier noch eine weitere Klammer, Wrestling. Mhm. So, nur um weitere Gemeinsamkeiten aufzuzeigen. Also ich glaube, man hat jetzt einen ganz guten Eindruck von dir bekommen. Du warst verantwortungsbewusst. Ja. Du hast früh immer auch geguckt, dass alle was haben. Also ein bisschen kommunistisch, könnte man sagen. Altruistisch. Mhm. Dein Computer stand für mich jederzeit zur Verfügung, außer Sonntagmorgens um 6. Und wenn irgendjemand verletzt war, habe ich mich sofort darum gekümmert. Zack, hast du ein Medikit dabei. Genau. Lass mich helfen. Genau, richtig. Medikit. Hast du noch was über mich? Eine Geschichte, bei der ich denke, Moment. Ich bin jetzt gerade auch am Überlegen, was ich noch über dich... Ja, doch. Ich hätte auch noch was über dich, aber das könnten wir auch in der nächsten Folge abhandeln. Ich sage auch, also im Stichwort Telefonstreiche würde ich auch Come and Conquer mit reinbringen. Da gibt es eine witzige Überschneidung. Oh ja, durchaus. Witzigerweise oder passenderweise kommt ja jetzt bald in den nächsten Tagen das Remake oder dieses Remaster raus von den ersten beiden Teilen und darauf spielst du ja an. Ja, richtig. Also Conan Conquer ist ein Computerspiel für diejenigen, die es nicht wissen. Und Fredanko hat sich da telefonisch beraten lassen. Das nur als Spoiler für die nächste Folge. Und wir haben jetzt eine Rubrik und ich mache mal den Teaser hier an. Das Internet fragt. So, Fredanko, möchtest du mal sagen, was das Internet fragt? Ja, ich möchte fragen, was das Internet fragt. Moment, ich bin nicht vorbereitet. So, das Internet fragt, also es geht ja um Rambo. Ja, das ist unser erstes großes Thema. Das sollten wir vielleicht auch nochmal. Also es geht um Rambo. Wir haben jetzt ja uns vorgestellt und jetzt stellen wir quasi noch jemanden vor, der ähnlich ist wie wir, Rambo. So, die Filmfigur, gespielt von Sylvester Stallone. Und ich dachte mir, ich suche mal eine Frage raus aus dem Internet, um so als Einsteiger. Und die Frage lautet,
Sie ist von einzigartig 55. Mhm. Vor 2 Jahren hat er das gefragt. Oh, vor 2 Jahren, da war der 5. Teil noch nicht raus. Das müssen wir jetzt wirklich bedenken bei der Antwort. Mhm. Nicht, dass du jetzt sagst, ja, sieht man ja im 5. Teil, sondern... Mhm. Also es gibt... Wir reden vom Zeitpunkt, wo es nur Teile 1 bis 4 gibt. Und da fragt er, ich bin mittlerweile ein Pussy, wenn es um dieses Thema geht. Ein Bier kommt schon ziemlich heftig, dann nach dem ein oder anderen Bier geht es wieder und hinterher kriege ich nichts mehr mit. Nach wie vielen Bieren werdet ihr zum Rambo? Ja. Was kann man da antworten, einzigartig 55? Ich trinke überhaupt kein Bier. Also das Problem ist bei mir, ich trinke, wenn überhaupt, Schwarzbier. Und da habe ich noch keine Entwicklung beobachtet an mir selbst. Aber es kann natürlich sein, dass das irgendwie so die Selbstwahrnehmung da irgendwie ein bisschen schwankt. Und dass jede Person eigentlich dazu neigt, zu Rambo zu werden, wenn man Bier trinkt. Ja. Kann sein, aber ich krieg's selbst nicht mit. Also es gibt hier auch Antworten. Die erste Antwort darauf fragt, was für Bierflaschen denn? 0,5er oder 0,33? Das finde ich gut, dass da nochmal präzise nachgeguckt. Ja, klar. Nach wie viel Flaschen? Also du, wenn du jetzt, wenn ich, ich würde jetzt sagen, also bei dir nach 3 Flaschen Schwarzbier bist du noch nicht Rambo. Nein, also das habe ich schon, kann ich glaube ich ausschließen. Das, gut. Was vielleicht für mich da auch eine Fragestellung wäre, was zeichnet denn Rambo aus? Also zeichnet Rambo aus, dass er sehr wortkarg ist? Und also kurze Sätze sagt, dann könnte ich mir vorstellen, dass das was mit dem Alkoholeinfluss zu tun haben könnte. Also er spielt höchstwahrscheinlich darauf an, dass man dann alles kaputt schlägt, sinnlos, wobei Rambo ja in den Filmen selten oder eigentlich nie sinnlos etwas kaputt macht. Ja, genau, deshalb hatte ich jetzt gedacht, welche Komponente spricht er denn jetzt an? Also wenn er jetzt irgendwie vielleicht so meint er komplexe Fallen oder Zielgenauigkeit. Zielwasser sagt man ja auch, wenn man irgendwie so Alkohol trinkt. Ich habe jetzt gedacht, ich muss jetzt einfach ein paar Biere reinschütten und kriege so einen ähnlich muskulösen Körper wie Sylvester Stallone damals. Ich werde zum Rambo. Ja, also konnte ich noch nicht beobachten an mir. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Ja, ich trinke ja auch kein Bier. Ja, siehst du? Wahrscheinlich deshalb. Deshalb sind wir beide so schmächtig. Ja, das könnte der Grund sein. Der und das okay, trockene, kranke Brot. Ich werde, protokollieren, wie viele Bier ich gebraucht habe, bis ich zu Rambo werde. Es aber ist auch die Frage, welcher Rambo? Ich meine, wenn das jetzt Rambo 5 ist, dann wäre das ja in erster Linie alt. Ja, das stimmt. Da muss man also viel Altbier trinken. Genau. Wenn das jetzt Rambo, sagen wir mal, 2 oder 3 ist, dann wäre das in erster Linie, ich ziehe mich obenrum aus und streiche mich mit Öl ein. Und laufe da durch Dschungel oder Ödnis durch Pakistan, Afghanistan. Genau. Ja, aber genau, das ist ja eine spannende Frage. Das habe ich mir auch gedacht. Wieso fragt der das so? Also wieso fragt er nicht, nach wie vielen Bieren werde ich aggressiv, wortkarg etc.? Mhm. Warum zum Rambo? Ja, stimmt. Rambo so als stellvertretende Figur für ein bestimmtes Klischee. Genau. Ha. Und das ist schade, denn ich finde, in der Figur Rambo steckt viel mehr drin als jemand, der umherläuft und, wie wir es gerade gesagt haben, sinnlos Sachen kaputt schießt oder auch sinnvoll Sachen kaputt schießt. Aber es ist ja doch mehr da drin. Ja, ich habe ja auch eine Frage aus dem Internet. Bitte, möchtest du mal deine Frage vorlesen, bevor wir weiter ans Thema gehen? Und zwar ist die ein bisschen länger. Ja. Also der Kern der Frage, also die Überschrift ist, dieser Rambo... Kann der Chuck Norris fertig machen oder was? Und, von wann ist die Frage? Das ist auch nochmal wichtig. Wie bitte? Von wann ist die Frage? Ich glaube von vor 3 Jahren oder so. Also wegen nur des Teil 1 und so weiter. Okay, alles klar. Ja. Und dann kommt hier eine Erläuterung, die ist ein bisschen ausufernder. Bitte. Die er ist so stark wie Chuck Norris Theorie, also von der habe ich vorher auch noch nichts gehört. Diese Theorie besagt, dass jeder, der diese Gabe von Jesus Christoph bekommt, besondere Kampfkünste wie Chuck Norris bekommt und den berüchtigten Roundhouse-Kick sowohl in die Fresse als auch in den Magen machen kann, den sonst nur der Großmeister machen darf, / kann. Mhm. Der einzige Nachteil dieser Theorie zufolge ist, dass man denselben doofen Bart bekommt. Und wenn man die Gabe zu lange hat, sieht man immer mehr aus wie er. Eine andere Nebenwirkung kann sein, dass man unheimlich hässlich und grün wird. Dieser Fall ist bis jetzt aber nur einmal aufgetreten, Hulk.
Ja. Das also ist schön, dass er das noch mit reinwirft. Ja, ich habe das nicht. Also das war er. Also der hat naja, das habe ich schon verstanden. Genau. Ist das schon die Frage? Das war jetzt die komplette Frage, genau. Ja, okay. Also dieser Kannst Rambo kann der Chuck Norris fertig machen oder was? Also es geht jetzt wieder um Rambo als Aggressor. Ja. Ja, oder auch als Kampfkünstler hier an der Stelle. Mhm. Wobei ja Rambo kein, oder hat er, der hat bestimmt in seiner Ausbildung zum Soldatenkampfsport gemacht, aber eher, glaube ich, so Krav Maga, ne? Also, wie mache ich jemanden schnell? Ich glaube, das gab es damals noch nicht, aber er hat auf jeden Fall auch Bogenschießen gemacht, oder? Das stimmt, das stimmt. Und Chuck Norris kann, glaube ich, nicht Bogenschießen. Ja. Also, er kann vieles, aber ich glaube, Bogenschießen, Ja. Ich persönlich fühlte mich da halt irgendwie so ein bisschen beleidigt, weil meine Bühnenfigur halt auch sehr grün ist. Und ich dann deine, gedacht, bei deiner Band. Genau. Bei der Nicht-Kopfkracher-Band, du hast ja verschiedene Musikprojekte und da bist du grün. Ja, aber das ist genau, damit das meinte er sicherlich nicht. Nicht. Okay. Es sei denn, wir hätten hier schon wieder die Möglichkeit, dass du in deinem grünen Bühnenoutfit mal auf der Bühne 3 Bier trinkst und dann mal gucken, ob du zum doppelten Rambo wirst. Ich habe das einmal gemacht, man hielt es für eine für einen Charakter, für einen Bühnencharakter, den ich mir da spontan ausgedacht hätte. Und war betrunkenen Bühnencharakter? Wie betrunken ich einfach war. Ach so, ja. So wie Johnny Depp bei Flucht der Karibik? Wahrscheinlich, genau. Okay. Ja, eigentlich genau. Das ist eine sehr, sehr ähnliche Geschichte gewesen. Schaut mal, wie er über die Bühne torkelt. Brillant gespielt. Brillant. Hey, den Charakter aber jetzt ganz schön lange schon durch. Ja. Und dann kam ich von der Bühne und dann haben sie mir gesagt, der kriegt nichts mehr. Oh, da musst du aber, da musst du betrunken gewesen sein, mein Freund. Ja, ich kann mich auch kaum noch erinnern ansonsten. Gut, also auf jeden Fall, es geht um Rambo. Du hast jetzt auch Rambo 5 gesehen? Ich habe jetzt auch Rambo 5 gesehen. Mhm. Und ich finde, es ist... Also es schließt ja die Klammer mit Last Blood. Der Last erste Blood, heißt First der First Blood, Blood von 82, wenn ich mich recht entsinne. Und jetzt der von 2019. Ich finde ihn, den Film, deutlich stärker als Teil 2, 3 und 4. Ja, ich auch. Mhm. Ja, warum findest du ihn gelungener als die davor? Beim ersten Teil fand ich, das war ja auch eigentlich eine Buchverfilmung und da gab es eine Geschichte, die erzählt werden sollte. Und zwar die Geschichte vom Charakter John Rambo, der aus dem Vietnamkrieg wieder nach Hause gekommen ist und sich nicht zurechtgefunden hat in der Gesellschaft, dort angeeckt ist, auch ausgegrenzt wurde und dann eigentlich in dieser Opferrolle versucht hat, sich zu wehren. Und er hat nicht die gesellschaftliche Gepflogenheit gehabt, sodass das Ganze dann eskaliert ist. Täter-Opfer-Umkehr auch ein Stück weit, ne? Ja, genau. Täter-Opfer-Ausgleich war auch mit dabei. Und Rambo 2, 3, 4, da ist er nicht so sehr dieses Opfer, sondern da ist er eben wirklich der Held. Und das war er im ersten Teil überhaupt nicht. Da war er kein Held. Nee, Anti-Held eher. Ja. Genau. Und beim fünften Teil wieder, das ganze Setting vom ersten Teil, genauso wie beim fünften Teil, ist relativ überschaubar. Also die Handlung ist relativ schlicht, sie ist aber auch, also das heißt nicht, dass er jetzt irgendwie die ganze Zeit rumläuft und Menschen erschießt oder sowas, das meine ich nicht mit schlicht, sondern der Aufbau des Films, der ja, es ist kein richtiger Actionfilm eigentlich. Also auch der erste Teil, ich weiß nicht, wie sehr Actionfilm das ist. Ich finde eher, das ist eine Charakterzeichnung. Und genauso ist ja, Action im Sinne von, es ist sportlich. Also es gibt wenig Explosionen, aber er läuft halt viel und wird verfolgt. Also es ist schon actionreich, aber eben ohne große Explosion. Genau, ja, okay, genau. Also ohne dieses, was irgendwie... hektisch, könnte man sagen, ist der Film. Nicht so eine, obwohl er auch seine ruhigen Momente hat. Und bei Teil 5 jetzt, da hatte ich wieder diesen Eindruck, dass es wieder eher um den Charakter geht von ihm. So, jetzt ist natürlich die Frage, wie spannend ist dieser Charakter, dass das irgendwie solche Filme tragen kann. Wobei er ja als gebrochener Mensch, der nie sein Trauma überwunden hat, und wenn wir die Figur jetzt nehmen und das alles nehmen, was er durchlebt hat in den ganzen Filmen, dann ist der Mensch ja einfach mal, ich sag das jetzt ohne, dass ich Psychiater bin, aber der ist einfach kaputt. Ja, richtig, genau. Das sagte der fünfte Teil auch ganz deutlich, dass der irgendwie wirklich an posttraumatischen Störungen leidet. Das sagt der Fachmann. Ich sag kaputt. Ja, aber das merkt man ja schon beim ersten eigentlich. Also beim ersten ist es ja schon relativ deutlich, dass der gebrochen aus dem Vietnamkrieg wieder zurückkommt.
Und wir wissen nie, was er da gemacht hat. Ne? Also genau. Wir sehen nur manchmal so ein Flashback aus Folterszenen, die ihm zugefügt wurden. Mhm. Wir gehen davon aus, als Soldat im Vietnamkrieg wird er wahrscheinlich auch Frauen getötet haben, Menschen getötet haben. Das sehen wir nicht, aber es macht was mit ihm. Ja, genau. Und das Interessante ist auch, dass in der Romanvorlage, ich weiß nicht, ob du das wusstest, aber in der Romanvorlage vom ersten Teil stirbt er ja am Ende. Mhm. Hatten sie ja auch mal gedreht, das Ende. Gibt's als, da gibt es auch ein alternatives Making Ende. Das wusste ich, glaube ich. Und die haben das, jetzt muss ich spekulieren, soweit ich weiß, nur gemacht, dass sie noch eben weitere Filme drehen konnten. Vielleicht auch, weil das Publikum das nicht gut fand, dass er stirbt. Hm. Müsste ich jetzt spekulieren. Also auf jeden Fall der erste First Blood, der letzte, also der fünfte jetzt Last Blood. Das heißt, also es wird wahrscheinlich auch sehr sicher eigentlich keinen sechsten geben. Höchstwahrscheinlich, ja. Dieser fünfte Rambo, der wurde ja auch als von der Filmanalyse im Internet als feministischer Film eingeordnet. Würdest du diese These teilen? Als feministischer Film? Mhm. Weil er gegen einen Frauenring vorgeht, der in Mexiko ist? Oder? Ja, das habe ich mich auch gefragt. Also ich sehe da wenig Feministisches dran, ehrlich gesagt. Ja, gut. Ich habe den auch geguckt und dachte, ich kann da jetzt nichts Feministisches. Also er rettet dort eine Frau und diese Frau stirbt beim Rettungsversuch. Genau, so Ziehtochter, ne? Oder genau, seine Ziehtochter, genau. Und die einzige andere weibliche Figur ist ja seine Haushälterin. Genau. Aus Mexiko. Ja. Der er vor der Eskalation am Ende irgendwie sagt, geh mal bitte in Deckung. Also die darf auch nicht mithelfen oder sowas. Genau. Die hat verlasst überhaupt das Gebäude. Spielraum. Genau. Ja. Also alle Frauen, die irgendwie in diesem Film vorkommen, haben gar keinen Handlungsspielraum. Deshalb habe ich mich gefragt, wie kommt man jetzt darauf, den feministisch zu nennen? Das kann ich jetzt auch nicht nachvollziehen. Aber schreibt es in die Kommentare, wenn ihr es wisst. Ich meine, klar, diese Haushälterin kümmert sich gut um ihn. Ne? Also das ist, glaube ich, auch ohne die wüsste ich nicht, wie er das da machen sollte. Jetzt auch wieder vom Charakter gesprochen. Ich habe auch eine Theorie gehört. Nochmal kurz den fünften Teil, nochmal die Eckpunkte zusammengefasst. Also er lebt auf einer Ranch in den USA. Dann fährt seine Tochter, weil sie wissen will, wer ihr Vater ist oder sie nochmal wiedersehen will, fährt nach Mexiko, also über die Grenze. Und da wird sie verkauft als Mädchen für alles, wird vergewaltigt. Also es wird ein sehr düsteres Milieu gezeigt und ein düsterer Blick drauf. Rambo will sie retten und dann eskaliert es alles ein bisschen. Jetzt könnte man sagen, ist das nicht eigentlich Trumps Agenda? Nämlich, wir müssen eine Mauer bauen gegen die ganzen Mexikaner. Guck doch mal, wie schlimm das da ist. Mhm. Also Mexiko dann als Feindbild? Ja. Ja, naja, die stehlen ja die ganzen Frauen. Ja. Da verkaufen die, setzen die unter Drogen. Das ist ja schon heftig, was da gezeigt wird. Ja, aber die Haushälterin, die aus Mexiko kommt, ist es jetzt auch nur in Anführungsstrichen eine Haushälterin. Mhm. Aber die kommt ja auch aus Mexiko. Und aber vor allem würde ich sagen, die Ziehtochter, die ist ja ebenfalls aus Mexiko. Und da wird ja im Film Wert gelegt auf ihren College-Abschluss. Ja, du hast recht. Also ich weiß nicht, ob das so eindeutig ist, dass dort da habe ich jetzt vielleicht noch einen Kniff. Also so eindeutig ist, dass Mexiko ein Feindbild ist, so wie das zum Beispiel bei alten Rambo-Filmen Russland oder die Sowjetunion war. Also das fand ich sehr, sehr viel eindeutiger, dieses Feindbild von irgendeinem bösen Land oder sowas. Aber tatsächlich ist es so, dass also, auch bei Rambo 5 die Feinde von der demokratischen Gesellschaft, wie auch immer, die Feinde von Freiheit oder was auch immer da verkörpert wird, das sind ausschließlich Männer. Es gab hier in dem ganzen Rambo 5 keine einzige böse, in Anführungsstrichen, Frau. Da hast du völlig recht. Es war wieder ein absolut männlich dominierter Film. Hat mich auch überrascht, vor allem nachdem ich zuvor Terminator gesehen hatte und das ja gerade in den ersten Stunde in einer ganz anderen Richtung unterwegs war. Mit den drei Frauen weiblichen Charakteren. Mhm, ja. Ja, gut. Also du meinst, Mexiko ist einfach ein Platzhalter, das hätte auch jedes andere Land sein können. Ja, die Verbindung zwischen Mexiko und den USA ist halt doch relativ intensiv. Also das heißt, es gibt ja relativ viele Leute, die auch illegal in den USA leben und mexikostämmig sind. Und ich glaube, dass das genau deshalb passiert ist einfach, dass man da nichts wirklich Großartiges konstruieren wollte, sondern einfach das Naheliegendste genommen hat. Mhm. Und
wäre das jetzt nicht Mexiko gewesen, sondern sagen wir mal Venezuela oder sowas, dann hätte ich gedacht, oh, da ist das bestimmt noch irgendwie Politik dahinter. Ach so, weil ja, weil es ein bisschen auch regional ein bisschen schwieriger gewesen wäre. Ja. Hm. Okay, verstehe, verstehe. Ja, finde ich folgerichtig deine Einwände. Sehr gut. Aber geht es hier nicht trotzdem? Ich wollte nur wissen, ob du aufgepasst hast. Hab ich. Hast du. Muss man ja auch bei so einem Film. Nein, aber geht es hier nicht auch ein bisschen so trotzdem um, Rambo. Ist Rambo an irgendeiner Stelle eine Vorbildgeschichte, ein Vorbild für, weiß ich nicht, Männer für mich, oder Menschen grundsätzlich? Ja. Also für mich ja. Okay. Denn wie man im ersten und vor allem auch im fünften Teil sieht, hat er etwas, was ihm wichtig ist. Das ist jetzt seine Ziehtochter. Und das möchte er beschützen. Mhm. Und dafür setzt er sich ein. Also das, ich nehme jetzt diesen Charakterzug als Vorbildfunktion im Sinne von, der rettet jemanden, die Person ist in Gefahr und er rettet sie. Mhm. So, das ist für mich als Vorbildfunktion aus dem Film rauszunehmen. Sehr. Und im ersten Teil ist es die Gelegenheit, dass er für mich als Rezipient zu Unrecht verfolgt wird da von so einem Law and Order Sheriff und einfach entkommen will. Also ich kann das total nachvollziehen, wie er flieht. Mhm. Und er ja auch sagt, er bringt keinen um. Also im ersten Teil stirbt ja keiner. Ja. Verrückterweise. Das heißt eben nicht dieses sinnlose Rumballern, sondern er versucht seine Verfolger abzuschütteln. Genau. Und das auf eigentlich mehr oder weniger recht humane Art und Weise. Doch einer stirbt, einer fällt irgendwo runter, aber das ist nicht seine Schuld. Danke, nee, auch vom Flugzeug. Danke, er bewirft ein Flugzeug mit Steinen und dann fällt da jemand raus. Also da würde ich jetzt Rambo keinen Mord rein unterschieben. Das ist für mich einfach so eine nachvollziehbare Flucht nach dem Motto, das lasse ich mir nicht gefallen, ich will nicht in eure Hände nochmal kommen. Mhm. Ja, ohne da jetzt eben eine Waffe zu nehmen und gegen die vorzugehen, sondern eher Rückzug, und das kann er ja auch, das ist ja das, wofür er ausgebildet wurde. Mhm. Und ich weiß noch diese eine Szene, wenn er im ersten Teil da steht mit dem Messer, er hat das Messer am Hals von dem Sheriff und sagt, lass es sein. So, aber zieht sich da nicht, also gerade bei Rambo 1 und 5, so als grober, also du sagst jetzt gerade so das Moralische, also dieses Integre, dass er ein bestimmtes idealistisches Ziel hat, was es zu beschützen gilt, und bestimmte moralische Handlungsweisen auch, dass man niemanden töten sollte, auch wenn die Person dich vollkommen unfair im behandelt. Ersten Teil. Im fünften Teil, genau. Ist er nicht so zimperlich. Genau, richtig, ja. Beim ersten Teil so. Im fünften Teil ist es ein bisschen anders. Das heißt, moralische Konstante ist ein bisschen anders. Aber dass es da zumindest so feste Werte gibt. Das ist das, was du da irgendwie so herauskristallisierst. Also das würde ich so sehen bei ihm. Was hat er denn sonst? Er hat ja nichts. Genau, sonst. Genau. Er hat ansonsten nichts. Also er hat weder im ersten Teil noch im fünften Teil hat er irgendwas. Zweiter, dritter, vierter Teil würde ich jetzt, da geht es ja irgendwie dann darum, dass er von außen eine Anweisung bekommt. Genau. Ne? Also da muss er dann, retten Sie den und den oder irgendwie sowas. Und beim ersten und beim fünften Teil, da handelt er ja für sich selbst. Mhm. Und das, was er dort macht, ist ja in jedem Falle Selbstjustiz. Absolut, das stimmt. Das also, müssen wir leider sagen. Das ist völlig richtig. Im ersten Teil, natürlich, also da wird auf jeden Fall gesagt, der Polizei kannst du nicht vertrauen, die Polizei ist unfair zu dir. Und im fünften versucht das ja nicht mal über den legalen Weg oder sowas. Da ist das ja stimmt. Nicht so, dass er irgendwie daran scheitert oder sowas, sondern da nimmt er das ja von vornherein selbst in die Hand. Wobei ihm natürlich die Journalistin sagt, sie hat es ewig schon versucht und es funktioniert nicht. Okay, gut. Aber das war ja nach seinem ersten Anlauf irgendwie. Also, das stimmt. Ja, genau. Also diese Selbstjustizkomponente finde ich sehr, sehr schwierig. Also ich meine, das ist jetzt nicht der einzige Actionfilm, der die hat. Aber das bedeutet ja schon, dass man sagt, alles klar, das System, so wie es eigentlich ist, das funktioniert so wenig, dass ich mich darauf nicht verlassen kann, sondern dass ich das selbst in die Hand nehmen muss. Ja, aber wenn wir jetzt in dem Film bleiben, gibt es ja auch diese eine Szene, wo die Polizei unten bei den Mädchen kommt und die Mädchen sich freuen, jetzt werden wir befreit und die sind einfach alle nur geschmiert und bezahlt und vergehen sich dann an den Frauen. Also da wird ja die Korruption sehr deutlich und greifbar. Genau. Und auf diesem Wege
jetzt indirekt klar, warum er nicht zur Polizei geht. Ich will das mit der Selbstjustiz nicht verharmlosen. Bloß ich kann mir vorstellen, warum er jetzt nicht, oh, meine Tochter ist in Gefahr seit drei Tagen schon. Ich gehe jetzt erstmal zur Polizei. Mhm. Also das kann ich bei seinem Charakter verstehen, warum er es nicht macht. Genau, also ich verstehe, dass das total plausibel ist, insbesondere bei seinem Charakter und auch gerade, wenn er irgendwie das in Teil 1 zum Beispiel schon erlebt hat mit der Polizei und so weiter. Ne? Also das war die US-amerikanische Polizei, nicht die mexikanische. Ich möchte bloß sagen, so taugt das als Vorbild? Ja, das sicherlich nicht. Okay. Aber ich würde jetzt auch nicht Rambo als nur schwarz-weiß sehen und sagen, ist der Vorbild ja oder nein. Mhm. Da ziehe ich mir dann das raus, bei dem ich denke, das ist eine mögliche Vorbildfunktion. Mhm. Vielleicht sollten wir da irgendwie nächstes Mal noch mal ein bisschen drüber sprechen, über das Thema Vorbild. Vorbilder. Ist Rambo ein Vorbild? Gibt es andere Vorbilder, die besser geeignet sind? Role Models, genau, richtig. Wie hat sich das irgendwie ein bisschen verändert? Vielleicht finden wir ja auch irgendjemanden, der da ein bisschen mehr Bescheid weiß als wir. Meinst du, dass es da noch einen gibt? Unmöglich eigentlich, der sich mit unserem fundierten Fachwissen messen kann. Das ist richtig. Ja, keine Ahnung. So. Ich weiß auch gar nicht, was man da studieren müsste, um sowas zu wissen. Tja, wahrscheinlich Philosophie. Ja, oder Medientechnik. Mal gucken, wie Regie. So, es muss jemand sein, der mehrere Fächer studiert hat. So, das ist klar. Genau. Auf jeden Fall. Ich sehe auf die Uhr. Ich gucke auf die Uhr und ich möchte dir gerne noch zum Abschluss unseres Podcasts habe ich mir überlegt, ich will dir ein kleines Geschenk machen. Mir? Und zwar ein musikalisches Geschenk. Ein musikalisches Geschenk. Da bist du ja auch firm, sage ich mal. Und wir machen jetzt zusammen Musik und ich habe jetzt selber mal alleine was gemacht. Ich möchte dir ein Lied vorspielen. Mhm. Das habe ich quasi nur für dich geschrieben. Und vielleicht revanchierst du dich ja in der zweiten Folge. Sehr, sehr schön, dass du mir ein Lied geschrieben hast. Vielen Dank dafür. Möchtest du mir dazu noch irgendwas sagen? Also das handelt da wirklich von dir und mir. Also es gibt hier kein lyrisches Ich und wenn da irgendwie du drin vorkommt, dann ist es auf mich bezogen wirklich. Es ist bei jedem Du wirklich auf dich bezogen und beim Ich bin ich. Also es ist ein Stück weit ein autobiografisches Lied. Ich bin jetzt schon gespannt. Ich habe jetzt keine Ahnung, was auf uns zukommen wird, aber ich kann dann Bezug nehmen in der nächsten Folge vielleicht. Gut, dann werde ich es jetzt einspielen. Okay. Wir bedanken uns bei allen, die zugehört haben und wir freuen uns über Anregungen, Kritik und Kommentare. Ich finde es null übergriffig, dass du das jetzt dieses Wir auch auf mich beziehst, denn ich sehe es genauso. Also vielen Dank dafür, dass ihr uns zugehört habt. Wusste ich doch. Und wir sehen uns in einem Monat wieder. Ungefähr. Tschüss. Tschüss. Los geht's. Alle, die das hören, sind klug. Alle, die das hören, sehen gut aus. Alle, die das hören, sind wortgewaltig. Alle, die das hören, sind charmant. Alle, die das hören, sind klug. Aber keiner ist so klug wie ich. Alle, die das hören, sehen gut aus. Aber keiner sieht so gut aus wie ich. Alle, die das hören, sind charismatisch. Keiner ist so charismatisch wie ich. Alle, die das hören, können gut reimen. Keiner kann gut reimen wie ich. Keiner kann so gut reimen. Alle, die das nicht hören, sind doof. Aber keiner ist so doof wie du. Alle, die das nicht hören, sind hässlich. Aber keiner ist so hässlich wie du. Alle, die das nicht hören, sind ignorante Idioten. Keiner ist so ein ignoranter Idiot wie du. Alle, die das nicht hören, sind Analphabeten. Keiner ist so analphabetisch wie du. Alle, die das hören, sind sehr gut aussehend. Keiner ist so gut aussehend wie ich. Alle, die das hören, sind gut gekleidet. Keiner ist so gut gekleidet wie ich. Alle, die das hören, haben IQ von über 140. Aber keiner hat ein IQ von über, also so höher als ich. Alle, die das hören, sind sowieso die Besten. Aber keiner ist so bester wie ich. Keiner.